Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Warum ich meinen Fehlerwein in der Hand habe, erfahrt ihr sofort. So, und zwar, das ist mein PDS-Federbein aus meiner EXC300 und ich habe folgendes Problem, wie ihr vielleicht letzte Woche schon mitbekommen habt. Ich habe letzte Woche die Lager von meinem Hinterrad getauscht und wie das so ist mit kaputten Lagern, je noch gerne andere Lager kaputt und so genauso hier geschehen, und zwar das obere Federbeinlager hat es hier zerstört. Jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, ob erst das Radlager oder erst das obere Federbeinlager kaputt war. Ich glaube, dass erst das Federbeinlager kaputt war. Dadurch entsteht immer ein bisschen Spiel und dadurch gehen ja eine andere Lager auch kaputt. Deshalb jetzt eine Videoserie, und zwar heute das obere Federbeinlager, nächste Woche das untere Federbeinlager und die Woche darauf tauschen wir das Schwinglager. Ich habe also für die nächsten paar Wochen genug Material, um euch hier quasi zu versorgen, und zwar jede Woche ein Lager. Ist das nicht toll? Ich finde es super. Ich habe auf jeden Fall alles hier mal wieder bereitgestellt bekommen von meinem Kumpel Albert von Motorradersatzhelle 24. Vielen Dank an dieser Stelle mal wieder an dich, Albert. Das hat sich wirklich mal wieder gelohnt für mich. Und meine lieben Freunde, wenn ihr mal mir den Gefallen tun würdet und hier unten in der Beschreibung den Link klicken, da findet ihr alle Motorradteile, die ihr braucht. Ich jedenfalls finde da mein ganzes Zeug. Und jetzt legen wir los und zerlegen quasi das obere Lager von dem Federbein. Ich zeige euch erstmal, was in dem Lagerkit alles drin ist. Und dann nehmen wir das Teil auseinander. Los geht's. So, und zwar haben wir jetzt hier die Inhalte von dem Paket, wo das Federbeinlager quasi mitkommt. Das ist das eigentliche Federbeinlager, so sieht das Ganze aus. Das ist ein sogenanntes Teflon-Gleitlager, weshalb das super wichtig ist, dass ihr hier kein Fett rankommen lasst. Also anders als letzte Woche, als ich noch davon gesprochen habe, recht viel Fett ans Radlager zu machen. Hier genau das Gegenteil, das ist ein sogenanntes, wie gesagt, Teflon-Gleitlager. Und Teflon-Gleitlager darf man auf gar keinen Fall fetten, weil wenn man die Fette ziehen, die sich Dreck. Und wenn die sich Dreck ziehen, dann gehen die ganz, ganz schnell kaputt. Also hier ganz wichtig, kein Fett rankommen lassen an das Federbeinlager. Dann haben wir hier, das sind die Teile, die hier oben drin stecken. Diese, das sind diese Spacer, die sind bei, im Grunde genommen die Lager sind fast alle gleich. Die Spacer sind die, die das dann quasi auf das richtige Motorrad passend machen. Das sind die Spacer für diese Federbeinlager. Dann haben wir noch ein paar Sprengringe, das sind die, die am Ende das Federbeinlager da halten, wo es ist. Und dazwischen einfach ein paar Staubkappen, würde ich sagen. Staubkappen, Simmeringe, also dafür da, dass weniger Staub an das eigentliche Lager kommt. Jetzt zeige ich euch, wie wir das auseinanderbauen. Dieses Spacer von dem Federbeinlager, hier sieht man hier so ein bisschen, wohin sich das, ne, wie sich das bewegen kann. Und diese Spacer von dem Federbeinlager, die haben in der Mitte so eine kleine Falz. Und mit dieser Falz kann man die auseinanderdrücken. Nehmt einfach euch einen Schlitzschraubenzieher, irgendwas, womit ihr an diese Falz in der Mitte rankommt. Und dann könnt ihr die einfach in die andere Richtung, also nach unten, rausdrücken. Da haben wir schon den ersten Spacer, jetzt die andere Seite. So, und das nächste, was man hier sieht, sind diese kleinen Gummiringchen. Die kann man auch einfach mit dem Schraubenzieher raushebeln. Das gleiche gilt für die andere Seite. Und hier kann man jetzt schon relativ gut erkennen, dass das Lager kaputt ist, weil es sich relativ leicht bewegen lässt. Das hat auch ein bisschen Spiel in alle Richtungen. Und wie ihr seht, da ist ganz viel Dreck drin. Und das darf eigentlich nicht sein. Umso mehr Dreck da drin ist, ist auch so ein bisschen fettiger Dreck. Also ich habe es nicht gefettet. Ich könnte mir vorstellen, dass der Vorbesitzer da mal Fett dran gemacht hat. Großes Problem, das macht man auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal, wo wir diese kleinen Sprengringchen hier finden. Und wenn wir die haben, die popeln wir raus. Und dann kann man das Lager auch schon rausschlagen. Und wie man das macht, das zeige ich euch sofort. So, wenn ihr dann das saubere Federbein hier habt, dann seht ihr da unten, seht ihr in dieser Falz da so, da sitzt der Sprengring. Ich nehme mir mal eine ganz feine Pinzette oder ein Picktool, irgendwas ganz Feines, was man dafür nehmen kann, und versuche dann unter den Sprengring zu kommen, um den rauszuhebeln. Da war er auch schon. So, jetzt ist auf dieser Seite dieser Sprengring schon raus,
Und jetzt suchen wir uns einfach eine Nuss, die genau auf das Lager passt und drücken von der anderen Seite, nämlich von dieser Seite, wo der Sprengring noch drin ist, das Lager in die andere Richtung raus. Man kann auch versuchen, das mit der Hand zu machen, aber ein kleines bisschen Druck ist doch da. Was ihr noch machen könnt, um euch das Ganze ein bisschen zu erleichtern, ist mit ein bisschen Temperatur arbeiten und genau das machen wir jetzt. So, und falls ihr euch fragt, welche Nuss die richtige ist, das ist eine 17er. Jetzt sieht man schon ein kleines bisschen, wie es sich aus dem Lagerschaft herausschiebt. Ne? Wichtig ist, dass die Nuss nicht so groß ist, dass sie auf dem Sprengring aufliegt, sonst macht euch das Federbein kaputt. Also schön gucken, dass die Nuss genauso groß ist wie das Lager. Und dann könnt ihr euch das auch raushämmern. Ganz vorsichtig. Da haben wir auch das Lager schon. Und wenn man das Lager jetzt anfasst, dann wird man merken, dass in beide Richtungen Spiel herrscht und das der Grund dafür ist, warum das Lager kaputt ist. Was wir jetzt machen, ist die Oberfläche, da wo das Lager gesessen hat, das machen wir jetzt schön sauber. Und den inneren Sprengring, den kann man da lassen, wo er ist, weil, warum sollte ich den ausbauen? Ich kann ja einfach das Lager von der anderen Seite genau an diese gleiche Stelle wieder einbauen, ohne den äußeren Sprengring auszubauen. Das ist nämlich sowieso schon ärgerlich genug mit dem Sprengring, da braucht man nicht gleich zwei davon ausbauen. Also, das Ganze sauber machen, erwärmen und das Lager wieder einpressen. Bevor wir das Lager einpressen, machen wir das Federbein wieder warm. Ganz wichtig, umso wärmer das Aluminium ist, umso leichter wird sich dieses Lager dort einbauen lassen. So, wenn das Federbein also wirklich warm ist, sehr, sehr warm ist, dann könnt ihr wieder anfangen, das Lager da einzupressen. Achtet drauf, dass die Nuss, mit der ihr das einpresst, wirklich exakt genauso groß ist wie das Lager. Ihr dürft auf keinen Fall innen an dem Lager mit der Nuss hämmern, sondern ihr müsst auf jeden Fall den äußeren Lagerkörper in das Lager einpressen. Wie man jetzt sieht, rutscht das hier schon ganz gut drin. Wenn das Lager an der richtigen Stelle sitzt, ist das auf jeden Fall zu hören, und zwar daran, dass sich das Geräusch verändert, weil solange ihr da rufhämmert und das Lager sich noch rein bewegt, habt ihr so ein relativ dumpfes Geräusch, und wenn das Lager aber auf dem kleinen Sprengring auf der anderen Seite aufliegt, dann wird das Geräusch etwas höher, weil halt das sich nicht mehr weiter bewegt. Genau, das war im Grunde genommen, Lager ist schon getauscht. Was wir jetzt noch machen, ist diese kleinen Falz, wo der Sprengring sitzt, sollen wir machen. Das mache ich wieder mit meinem Pick-Tool. Falls da irgendwas drin ist, wie man sieht, da ist nichts drin, alles schicki. Das nächste, was wir machen, ist uns unseren Sprengring nehmen und den Sprengring wieder in diese Falz reindrücken, wo der Sprengring hingehört. Hier werden wir am Ende einen Sprengring überhaben. Nicht, dass wir den für irgendwas anderes bräuchten. Bloß, dass ihr euch nicht wundert, falls ihr einen Teil überhabt, das liegt daran, dass ihr auf der anderen Seite den Sprengring nicht ausgebaut habt. Wie man jetzt hier wunderbar sieht, den kann man einfach reindrücken, ganz vorsichtig an seine Stelle positionieren, bis er mit einem Klackgeräusch in dieser Falz landet, und dann habt ihr das PDS-Lager oben getauscht. So, oberhalb des PDS-Lagers werden die Dichtringe verbaut. Die Dichtringe haben eine Richtung, in die sie verbaut werden müssen, und zwar sieht man hier gerade die äußere Seite.
Und das ist die innere Seite. Seht ihr, dass da so eine kleine Ecke ist, wie so ein Falz? Das ist die Seite, die nach innen muss. Und die Seite, die glatt ist, die muss nach außen. Diese. Also, den Gummiring an die Stelle. Und über den Gummiring dann den Spacer. Und das gleiche gilt für die andere Seite. So sieht dann das fertige Produkt aus. Wunderbar, jetzt bauen wir das Federbein wieder ein. So, das war also vom Einbau des Federbeinlagers oben. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht noch ein kleines bisschen was mitnehmen, habt mal wieder ein bisschen Technikerfahrung dazu gesammelt und traut euch vielleicht beim nächsten Mal das selber zu machen. Denn so ein Federbeinlager kostet irgendwie 20 Euro, vielleicht 25 Euro, also super günstig. Und so was in einer Werkstatt machen zu lassen, kostet weit über 100 Euro. Und das macht natürlich eine Menge aus, wenn man es selber machen kann. Und so ein Federbein ausbauen sind zwei Schrauben, das ist wirklich Pillepalle und so ein kleines bisschen mit einem Hämmerchen und einer 13er Nuss dann Lager tauschen, ist wirklich nicht schwer und deshalb versuche ich euch auch immer ein kleines bisschen zu motivieren, das so zu machen. Bei mir funktioniert es auf jeden Fall wunderbar, habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, aber habe ich noch nie aufgenommen, deswegen wollte ich das jetzt mal machen und konnte euch damit also zeigen, wie einfach es tatsächlich sein kann. An dieser Stelle nochmal großen Dank an Motorradersatzteile 24 für Bereitstellen der Teile. Danke dafür, weil ohne euch wäre das Rennen am Sonntag auf jeden Fall nicht möglich. Und deshalb ja, freue ich mich, dass das mal wieder so geklappt hat. Und ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, meine lieben Freunde. Und bis zum nächsten Mal.